Es handelt sich um ein Aufklärungsvideo über allerneueste Forschungen. Mein Name ist Susanna und ich bin klassische Sängerin sowie diplomierte Gesangspädagogin. Viele von Ihnen singen sicherlich im Chor oder hatten schon einmal sogar Gesangsunterricht. Dann wissen Sie bestimmt, was beim Singen das Allerwichtigste ist. Richtig, das Zwerchfell. Nach langer Forschungszeit ist es mir endlich gelungen, mehr über diese Spezies zu erfahren und es ist Zeit, die Wahrheit an die Öffentlichkeit zu bringen. Hier sehen Sie ein sogenanntes Zwerchfell, das bei seiner Arbeit erwischt worden ist. Zwerchfelle leben im Allgemeinen überall, wo auch Menschen hausen, insbesondere dort, wo viel gesungen oder gesprochen wird. Der Begriff Zwerchfell entstammt aus dem altkoreanischen Wort Diaphragma, also Dia, das Zwerg, und Phragma, Fell. Mit durchschnittlich 10 Gramm ist es einer der kleinsten Säugetiere. Es trägt ein unterschiedlich gefärbtes Fell und eine auffällig modische Mütze mit Bommel. Zwerchfelle leben in kleinen Gruppen mit ausgeprägtem Sozialverhalten und ernähren sich vorwiegend von selbstgepflückten heißen Kartoffeln, die beim Menschen beim Verzehr zu einer natürlichen Hebung des Gaumensegels führen. Die natürlichen Feinde des Diaphragmas sind zum Beispiel der Knödel oder Latein Knodulus tenorus oder alle Arten von Pressen. Zwerchfelle vermehren sich das ganze Jahr über. Ein Wurf umfasst je ein neugeborenes Jungtier. Es entsteht beim Abspannen des Fells. Die Jungen werden zunächst als Fell geboren und nehmen erst später die Form eines Zwerchs an. Zwerchfelle sind sehr neugierige Tiere und lassen sich leicht mit hohlen Tonnen anlocken. Es geht noch viel leichter, wenn man innen drin einen Sitz anbringt. Auf diese Weise haben wir für Sie ein Zwerchfell einfangen können und haben ihn auch gleich für ein exklusives Interview überreden können. Okay, somit kommen wir auch gleich zur Zubereitung. Ein paar leckere Rezepte für den Opernsänger. Hier haben wir zum Beispiel Sushi oder Zwerchfelle in heiße Kartoffel oder für eine bessere Artikulation in Buchstabensuppe.